Einen schönen Abend. Freut mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ja. Gleich zu Beginn ein sehr ernsthaftes Thema. Wie gefährlich ist es eigentlich, dieses Säbelrasseln zwischen Nordkorea und der westlichen Welt? Und wie real ist tatsächlich die Gefahr eines Atomkrieges? Er war mehrfach in Nordkorea als junger Mann. 1952, damals wurde im Koreakrieg noch geschossen und viele Jahrzehnte später erneut, 2005, um einen Film zu drehen. Er ist vielleicht der letzte Welterklärer. Herzlich willkommen, Peter Scholl-Latour. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, ein ganz besonders schöner Satz von ihm lautet: Worüber der Deutsche nicht mal mit sich selber spricht, darüber spricht er wie selbstverständlich im Fernsehen. Folgerichtig startet er jetzt eine neue Fernsehshow, in der zum Beispiel Christian Rach und Peer Steinbrück gemeinsam die Armenküche der SPD begutachten und er lästert über unseren laxen Umgang mit unserer Intimität. Zitat: Ich verstehe nicht, warum Exhibitionisten Besuch vom Staatsanwalt kriegen, während Facebook-Nutzer weit mehr entblößen als ihre körperlichen Weichteile. Herzlich willkommen also, Matthias Richling. Schön, dass du bei uns bist, Matthias. Ja, ein wahrer Satz. Ja, und sie ist tatsächlich der festen Überzeugung, dass soziale Netzwerke eine Ego-Droge sind, die, Zitat, blöd, blind und erfolglos machen. Digitaltherapeutin nennt sie sich und erzählt in ihren Bestsellern Erstaunliches. Zum Beispiel, dass 2 von 10 Deutschen ihr Handy niemals ausmachen, dass jeder 10. gar nicht weiß, wo man es überhaupt ausmacht und dass ebenfalls jeder 10. sein Handy sogar dann benutzt, während er Sex hat. Herzlich willkommen also einer Frau, die ihre Karriere als Texterin von Todesanzeigen begonnen hat und die sagt, die Krankheit unserer Zeit heißt Sofortness. Anitra Egler, schön, dass Sie bei uns sind. Ja. Sofortness. Ja, in einem wunderbaren Sketch von Matthias Richling ließ sich Finanzminister Hans Eichel mal den neuen Bundesetat von einer Astrologin vorhersagen. Sie glaubt, dass nicht das schwierige Verhältnis zur Wahrheit das größte Problem von Politik ist, sondern sagt, man müsste ein System entwickeln, mit dem Politiker ihre Eitelkeit loswerden. Andererseits hat sie, Gregor Gysi, mal die Glatze abgepudert. Herzlich willkommen also der rasenden Reporterin von Bambule, Johanna Maria Knote. Schön, dass du bei uns bist, Anna. Ja, genau genommen verdankt er seine Karriere Udo Lindenberg, der vor mehr als 20 Jahren an seinem Stand auf Ibiza vorbeikam und bei ihm 5 Jacken für eine Tournee bestellte. Heute macht er so erfolgreich Kleider wie wenig andere, was auch daran liegen könnte, dass er mit diesen Kleidern angeblich regelmäßig spricht. Das liegt an meiner glücklichen Kindheit, sagt er. Ich wurde als Kind auf eine schöne Decke gesetzt. Es gab Hefekuchen und ich wurde geküsst. Wie er sich den Erfolg von Shopping Queen erklärt und warum sogar die Zeugen Jehovas neuerdings drauf abfahren, er wird es uns erzählen. Herzlich willkommen, Guido Maria Kretschmer. Schön, dass du bei uns bist, Guido. Ja, schönen guten Abend nochmal in die Runde. Und ich muss gleich mal fragen, Herr Kretschmer, diese Krawatte, die habe ich heute Ihnen zuliebe angezogen, weil alle sagten, die ist total gut, der wird die gut finden. Ich finde die wunderschön, ich glaube, ich kenne die nicht sogar. Nicht Ihr Ernst? Ich weiß sogar, wer die gemacht hat. Ich finde die so hässlich. Ich finde die sehr schön. Ich finde die toll. Ich finde die relativ okay, aber mein Busfahrer früher hatte so ähnliche Krawatten. Nein, die ist sehr gestrickt und so. Das ist so das Modell Gefängnisdirektor, oder nicht? Nein, ich kenne noch die Generation Ihres Großvaters, die hätten das nicht getragen. Die hätten das nicht getragen? Nein. Und warum? Nicht dezent genug. Nicht dezent genug. Ja. Wie kriege ich jetzt den Bogen zu Nordkorea? Ist das vielleicht das krasse Gegenteil des Outfits vielleicht eines nordkoreanischen Diktators, Herr Scholl-Latour? Ja, also von dem kann man sagen, dass er sich auf seltsame Weise kleidet. Ja, und man kann ihm auch nachsagen, dass er einen seltsamen Haarschnitt hat. Müssen wir vor einem Menschen mit einer solchen Frisur wirklich Angst haben? Ja, das Eigenartige ist ja, der Mann ist ja im Ausland gewesen. Ich war mal in der Schweiz gewesen.
Im Internat? Ja, ich glaube nicht. Also man weiß alles nicht genau, aber war wohl da eben aus. Er müsste an sich einiges aufgeschnappt haben und so weiter. Und das ist ja geblieben. Und er gebärdet sich noch irrationaler als sein Vater, nicht der Kim Jong-il, der schon eigenartig genug war. Sein und Vater. Dann hat er noch eine ganz hübsche Frau übrigens auch dazu, nicht? Also das ist ja auch an für sich. Da zitiere ich meinen alten Freund Atze Schröder, der sagt, wo Geld ist, kann auch Liebe sein. Das muss nichts bedeuten. Und sieht auch aus wie seine Mutter. Sieht aus wie seine Mutter, ja, das ist wahr. Und Macht. Aber um jetzt mal ernsthaft zu werden, Herr Scholl-Latour, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, weil ich glaube, es gibt nur wenige Menschen überhaupt in Deutschland, die uns wirklich erklären können, was dort gerade passiert. Also wie gefährlich ist das, was da gerade passiert? Müssen wir Angst haben vor einem atomaren Erstschlag im Zweifel? Oder ist das alles nur Säbelgerassel? Also ich wäre anmaßend, wenn ich eine gültige Erklärung geben würde. Die hat niemand. Niemand schaut da rein. Aber Angst vor einem Atomkrieg brauchen wir auf keinen Fall zu haben. Weil? Aber die Amerikaner nehmen das jetzt normalerweise gelassen als die Deutschen. Die Deutschen neigen ja zur Hysterie. Aber die Nordkoreaner verfügen über Raketen, die Atombombe, ob die fertig ist und so weiter, die ist auf jeden Fall nicht genügend miniaturisiert, um auf eine Langstreckenrakete montiert zu werden. Die Frage nach der Hysterie, Matthias, siehst du das auch so als politischer Beobachter, dass wir Deutschen zu einer gewissen Form von Hysterie neigen? Da brauchen wir nicht Nordkorea dafür, auf alle Fälle. In allen möglichen Bereichen, ob es Lebensmittelskandale ist oder es ist völlig egal, oder da neigen wir ganz gewiss dazu, ja. Es geht eigentlich jede Woche einmal die Welt unter, wenn man sich so umschaut. Siehst du das auch so, Guido? Auf jeden Fall. Ich denke eben, dass gerade, ich war ja auch mal in Korea und auch in Nordkorea, habe das erlebt. Du warst in Nordkorea? Was hast du da gemacht? Ich habe eine Reise gehabt, ich war in Südkorea und bin dann rüber, habe dann eine Tour gemacht und es war interessant. Sind durchgelassen worden? Ja, wir sind durchgelassen worden, weil ich war mit so einer großen Produktionsgesellschaft dann, da ging es um Produktionsmöglichkeiten, damals für ein sehr großes Unternehmen und da haben wir so neue Produktionsstätten besichtigt zum Teil und da war das eben auch der Teil der Geschichte, da mal zu schauen, ob wir da produzieren lassen können. Ich muss sagen, ich habe die Leute da als irgendwie ein Volk erlebt, das muss ich schon auch sagen. Ich dachte, als ich jetzt den Sohn zum ersten Mal sagte, was macht das dicke Kind da? Ich fand den so unsympathisch und war auch erschrocken, genau wie Sie, weil ich ja auch gelesen hatte, dass der in der Schweiz ausgebildet worden ist. Und hatte so das Gefühl, das war so ein Land, was so... Mich hat es ein bisschen an die Hutu und Tutsi erinnert. Ich dachte, es ist ein Volk, die sich bekriegen und wissen gar nicht genau, warum, obwohl sie aus einem Ei gesprungen sind. Und das fand ich da sehr erschreckend. Die Koreaner grundsätzlich. Also, und wie das auch die Grenze. Ich habe die Erinnerung an diesen entsetzlichen Krieg. Und die Bürgerkriege sind ja die grausamsten. Das sieht man jetzt in Syrien. Die Bürgerkriege sind schlimmer als die fremden Staaten miteinander führen. Aber um zur Frage zurückzukommen, bei Nordkorea, ich glaube, die Nordkoreaner wollen die Amerikaner richtig ärgern. Aber das ist doch diesmal deutlich mehr. Ja, sie haben also zum Beispiel den Waffenstillstand aufgekündigt. Es herrscht ja immer noch Kriegszustand zwischen Nord- und Südkorea. Aber sie haben einen Waffenstillstand. Mhm. Und der ist aufgekündigt worden, das ist neu. Nicht wahr? Und dann eben diese Androhungen, die ja nun also auch verbal ungeheuer vehement sind. Das hat es in der Form bisher nicht gegeben. Da fallen so Wörter wie gnadenlos und so weiter. Ja, und dann eben auch die Bedrohung. Also die Nordkoreaner sind ja nicht auf ihre Raketen angewiesen. Die haben eine schwere Artillerie in der Reichweite der Hauptstadt Seoul stehen. Die können das Seoul. Wir können einmal ganz kurz schauen auf die Weltkarte. Da hilft manchmal ein klarer Blick drauf, wenn man sich das mal anschaut, wie nahe das alles beieinander liegt. Also auch die südkoreanische Hauptstadt Seoul beispielsweise, die ja wie viele Kilometer ungefähr von der gemeinsamen Grenze entfernt liegt? Das ist nicht viel mehr als 20 Kilometer. Nicht? Und das ist also mit schwerer Artillerie oder irgendwas zu... Heißt, die brauchen überhaupt keine Atomwaffen, um dort irgendetwas anzurichten? Das kann man auch mit konventionellen Mitteln machen. Atomwaffen werden sie sowieso nicht abschließen. Das machen wir im März nur Selbstmörder, nicht wahr? Und als ich in Nordkorea war, ein paar politische Gespräche habe ich auch geführt. Und da wurde auch gesagt, ein Staat wird niemals zuerst als erster eine Atomwaffe einsetzen. Die Gefahr käme da höchstens von unkontrollierbaren Banden, nicht wahr? Die können ideologisch motiviert sein, religiös, verbrecherisch, erpresserisch und so weiter. Und die brauchen nicht unbedingt eine fertige Bombe. Die können radioaktives Material und damit verseuchen sie dann ihre Kläranlagen. Stellen Sie sich mal vor, so in New York werden die Kläranlagen radioaktiv verseucht. Was das eine Fahne geben würde, wo schon das World Trade Center in einem diesen Trading Shop ausgelöst hat. Hans-Dietrich Genscher war vor 2 Tagen hier in der Sendung und sagte, diese Lage ist sehr ernst. Man muss das ernst nehmen. Sehen Sie das auch so? Ja, mein Gott, als Politiker muss man es so ernst nehmen. Ich sehe also, wie gesagt, keine wirkliche Kriege. Wo ist der Unterschied? Aber
Ja, ich würde es nicht, weil vielleicht nicht so ernst einschätzen wie Hans-Dietrich Genscher, den ich sehr schätze übrigens und die ich sonst im Grunde die Meinungen teile. Aber was natürlich, man sagt dann, der große Gewinner der Situation sind die USA. Das stimmt überhaupt nicht. Die Nordkoreaner zwingen die Amerikaner dazu, sich zu verzettern, dort ihre Kräfte, Muskeln spülen zu lassen. Und es gibt jemanden, der das ganz genau beobachtet. Nämlich? Die Chinesen. Was haben die davon? Die sehen, was die Amerikaner, wenn es mal zur wirklich extremen Situation kommt, was sie dann entfalten können und entfalten würden. Der nächste Krieg wird sowieso ein ganz anderer sein. Die Flugzeugträger spielen zwar noch eine große Rolle. Davon die Amerikaner natürlich sehr viele und die Chinesen nur einen einzelnen, was dann nicht ausreicht. Aber der nächste Krieg wird der sogenannte Cyberwar sein. Also ich verstehe von Elektronik überhaupt nichts. Aber da weiß ich, dass man damit ganze Systeme lahmlegen kann. Mhm. Zum Beispiel auch mal einen Flugzeugträger mal total lahmlegen kann. Das soll sogar schon einmal passiert sein. Und das ist, das spielt ja auch im täglichen Umgang. Was trotzdem auffällt, Herr Scholl-Latour, ist, dass die Chinesen, die ja traditionell an der Seite Nordkoreas stehen, dass die sich jetzt durchaus auch davon distanzieren und sagen, davon wollen wir eigentlich nichts wissen, von diesen Provokationen. Also das Verhältnis zwischen China und Korea ist insofern kompliziert. Die Chinesen haben Korea, Nordkorea, was ja praktisch nicht mehr existiert. Die Amerikaner hatten ja praktisch das ganze Nordkorea besetzt und haben das ganze Land total zerbombt. Und dann sind die Chinesen, das war ein Jahr nach der Gründung der Volksrepublik, sind die Chinesen mit ein paar hunderttausend Mann reingestürmt, bei 30 Grad Frost, fast ohne Waffen, mit so Hörner geblasen. Und die Amerikaner, die ja an den Yalu an die Grenze gekommen waren, haben da eine regelrechte Panik gehabt. Also ich war nicht da an der Grenze, ich habe mir das aber von französischen Kollegen, die dabei waren, gelesen. Die Amerikaner sind dann wirklich in einer Panik zurückgeflutet in dieser Nacht. Und es war im Grunde eine Wende. Es ist nicht der erste Punkt, das erste Mal, dass die Amerikaner nicht einen Sieg davon kriegen. Es war keine Niederlage, es war eine Pattsituation am Ende. Aber sie sind zurückgeworfen worden auf die Ausgangsposition am 38. Breitengrad. Mhm. Nun sind diese beiden Länder, so verfeindet die sozusagen nach außen hin und offiziell ja dann, sind durchaus auch wirtschaftlich miteinander verbunden. Welche Rolle spielt dieses, ist das, was Guido Maria Kretschmer gerade angedeutet hat, welche Rolle spielt dieses Industriezentrum an der Grenze, an der gemeinsamen Grenze? Kesson, ja. Ja, Kesson war so eine hoffnungsvolle Angelegenheit, nämlich da bauten dann die Südkoreaner, machten da Industrie und hatten billige Arbeitskräfte. Das kam den Nordkoreanern zugute und den Südkoreanern zugute. Das war eine sehr vernünftige Einigung. Dass sie das abgebrochen haben, ist im Grunde ganz bestimmt nicht im Interesse der Bevölkerung von Nordkorea. Da müssen sehr schwerwiegende interne Gründe hinterstehen. Wir wissen nicht, wie das Verhältnis von den Kim Jong-un zu dieser allmächtigen Armee ist. Das ist im Jahre 1995 hat sich da ein, 2005, ein entscheidender Wandel. Als Sie Wandel, da waren, haben Sie gedreht. Ein entscheidender Wandel vollzogen. Bisher war die Staatsphilosophie immer die von dem Staatsgründer, der Kim Il-sung. Das war Juzi, das war, wir leben aus der eigenen Kraft, wir stützen uns nur auf die eigene Kraft, und was natürlich völlig übertrieben war. Wir brauchen kein Ausland und so weiter. Und dann auf einmal wurde das umgeschaltet auf die neue Songgon-Theorie, das war und seinem Sohn Kim Jong-il. Und der sagte dann, die Armee ist die absolute Priorität. Alles muss der Armee und der Ertüchtigung der Wehrkraft dienen. Weil ich habe ja auch gelesen, Sie auch eine Theoretistin sagt, er hat ja im Grunde Reformen vor, will es verändern, schnell verändern und nutzt sozusagen jetzt im Grunde diese Aggressivität, die er zeigt, um einfach die Militärs im eigenen Land zu beruhigen und zu sagen, okay, ich bin an eurer Seite, ich habe die Stärke, weil das Land ja im Grunde hedonistisch, militärisch organisiert war. Das ist eine glaubwürdige Theorie. Das ist eine glaubwürdige Theorie, die auch von Amerikanern teilweise geäußert wird. Aber jedenfalls, dass er also die Absicht hat, einen Krieg zu führen, glaube ich nicht. Aber er bringt natürlich die Amerikaner insofern in Schwierigkeiten. Amerikaner brauchen ihre Kräfte im Moment woanders, nämlich im Nahen und Mittleren Osten. Aber Obama ist ja mehr Pazifik-orientiert als Atlantik-orientiert. Amerika stößt da auch schon wieder an die Grenzen seiner Macht. Nämlich, wenn die Amerikaner kriegerisch gegen Nordkorea vorgehen, die Chinesen lieben die Koreaner nicht, die Koreaner lieben die Chinesen nicht. Die Koreaner waren ja Vasallen der Chinesen gewesen. Das reicht der Mitte. Sie brauchen die Chinesen und sind von Chinesen damals gerettet worden. Das sind ungefähr 1 Million Chinesen umgekommen, darunter ein Sohn von Mao Zedong in dem Ersten Koreakrieg.
Also durchaus eher eine gelassene Haltung hört man da bei Ihnen durch. Eine letzte persönliche Frage, Herr Schollatour. Jörg Armbruster, der AD-Kollege, ja, der in Syrien offenbar ganz gezielt unter Feuer genommen worden ist. Mhm. Sie kennen sich, Sie beide? Ich habe ihn getroffen, ich habe ihn in Bagdad getroffen. Und ich habe ihn sehr geschätzt. Ein ganz ruhiger Mann, ist gar nicht so ein Draufgänger-Typ und so weiter. Ein sehr besonderer Mann, der auch bescheiden auftreten, ist kein Macho. Nicht? Und wie er überhaupt, ist das mein Kommandeur, mir immer gesagt, die besten Jungs sind die ruhigen. Die halten besser durch als die lauten. Als die protzen. Nicht? Und der Armbruster ist einfach von Gott, ist in Aleppo gewesen, einem Viertel, was sich von den Aufständischen beherrscht waren. Da war eben doch noch ein Scharfschütze der Regierungstruppen wahrscheinlich. Und die schießen dann natürlich auf jemanden, der weiß ja nicht, es geht ja um CIA-Agent gewesen sein. Und er hat den getroffen. Und mich berührt das sehr, denn im Grunde sind diese Journalisten, es gibt ja nicht viel davon, aber diejenigen, die dann wirklich reingehen, nehmen ein viel größeres Risiko auf sich als die Soldaten, die in Afghanistan sind zum Beispiel. Warum? Weil? Ja, im Grunde operiert man, wenn man als Journalist, als Korrespondent, entweder mit einem Kamerateam oder ohne Fernsehteam, ist man im Grunde allein, isoliert, ist auch wehrlos. Dagegen, wenn man in einer Truppe ist, fühlt man sich doch irgendwie eingebettet, nicht wahr? Es gibt so ein blöde Wort, embedded, nicht wahr? Ich habe das im deutschen Presseoffizier, im Kundus mir gesagt, Sie sind embedded, habe ich gesagt, das letzte Mal bin ich von meiner Mutter ins Bett gebracht worden. Also ich finde den Ausdruck abscheulich, das ist ein amerikanischer Ausdruck. Aber es ist, wenn Sie mit einer Truppe rausgehen, haben Sie eine Gemeinschaft. Und Sie können sich auch noch verlassen, wenn ihm was passiert ist, ein Sanitäter da und so weiter. Aber wenn es zum Beispiel allein von Kabul nach Masar-i-Sharif über den Salangpass fahren, nur mit zwei Landrovern und ohne jeden Schutz, dann ist man im Grunde mehr gefährdet als die normalen Truppen der Bundeswehr. Und dann kommt etwas hinzu, das natürlich, da müssen Sie meinen Alter entschuldigen, wenn ich halt die Fälle von posttraumatischen Störungen und so weiter in der jetzigen Armee. Das ist doch ein sehr, sehr, sehr bedenkliches Zeichen. Ja, ich habe Klassenkameraden gehabt, die im letzten mit der vorne Bein noch aus Stalingrad rausgeflogen sind und die haben diese Erscheinung nicht gehabt. Nicht? Und das war wirklich sehr viel fürchterlicher. Und ich habe da in einer Sendung gesehen, das war glaube ich sogar damals bei dieser Kerner-Sendung in Kabul. Und da hat ein Offizier gesagt, ich habe eine Leiche gesehen und da waren so Fliegen drauf, davon kann ich mich nicht erholen. Ja, wenn der in Südostasien gekämpft hat, hätte er Leichen gesehen, wo dann die Maden drin sind. Das ist sehr viel schrecklicher. Naja, also das ist irgendwie eine psychische Anfälligkeit. Ich mache da keinen Vorwurf. Das ich wollte sagen, so ist das auch nicht zu verstehen. Das ist eine Feststellung. Aber es ist eine eigenartige Entwicklung, die es früher nicht gegeben hat. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nee. Ich glaube, haben Sie eine Erklärung? Vielleicht doch, dass man, also doch, es ist ja eine sehr verwöhnte Generation. Ja. Da merkt man, da zählt einer, der viel erlebt hat in seinem Leben. Schön, Sie so gesund und munter hier bei uns zu haben, Herr Schollatour. Und herzliche Genesungswünsche natürlich auch an Jörg Armbruster von dieser Stelle aus. Guido Maria Kretschmer ist bei uns, der verweigert hat. Ne? Ja. Du warst nicht beim Bund, du warst nicht beim Militär. Nee, ich hatte keine Zeit. Du hattest keine Zeit fürs Militär? Ja. Ja, nee, das war bei mir so. Ich muss sagen, ich war schon sehr früh Kriegsdienst verweigert. Ich habe gleich geschrieben, ich möchte gemäß Paragraph, ich weiß nicht mehr genau den Paragraphen, ich möchte es nicht tun. Da war ich, glaube ich, 14, habe ich schon geschrieben, was natürlich keinen Sinn macht. Und dann war es so, dass ich natürlich, seitdem ich 13, glaube ich, war, jeden Sonntag im Krankenhaus gearbeitet habe, zum Leidwesen meiner Eltern. Die mussten mich jeden Sonntag, habe ich Sozialdienst gemacht, immer da gepflegt und fand es toll. Im Grunde habe ich meinen Zivildienst schon ganz früh gemacht. Und dann war es so, als ich dann... Warum hast du das gemacht? Weil ich so Lust auf Menschen hatte und ich das so schön fand, dass man das machen kann. Das machten sonst nur Mädchen. Und ich dachte, ich gehe dahin. Ich bin jeden Morgen, musste mich um sonntags um 6 Uhr dahin bringen. Und habe ich dann so bis 1 da gearbeitet, gepflegt und Leute. Ja, und ich habe da viel gelernt. Und, ja, und ich mir das gefallen und ich fand das schön. Also, so, und dann hast du verweigert. Dann habe ich verweigert, aber das ging dann nicht mehr leider, weil ich dann schon auf dem Weg nach Spanien war. Ich wusste schon sehr früh, was ich werden wollte und wusste, also eins bin ich definitiv, bin nicht geeignet für die Bundeswehr, weil ich da nichts zu tun gehabt hätte. Ich war aber schon in Spanien. Aber da gibt es klamottentechnische Menge aufzuholen, aber gut, bitte. Ja. Ich,
ich muss da zustimmend sagen, am Ende wurde ja auch immer nur ein ganz geringer Prozentsatz der Wehrpflichtigen eingeführt. Das war ein Lotteriespiel ungefähr. Oder wer gute Beziehungen zu einem Arzt hat, der ließ sich ja über eine Untauglichkeit bescheinigen und so weiter. Und so. Die Wehrgerechtigkeit war nicht mehr vorhanden. Genau, Herr Kretschmer, Ihre Untauglichkeit, wo genau lag die? Ich hoffe, das ist jetzt verjährt. Also, ja, es war so. Ist alles verjährt. Ich war, wie gesagt, in Spanien und wurde dann ständig gemustert und das passte mir auch nicht mehr, weil ich hatte schon andere Sachen vor und dachte, das geht nicht, ich kann jetzt nicht zurückkommen. Hab dann alles probiert und dachte irgendwann, okay, jetzt wird das letzte Register gezogen. Also ich ins Bundeswehrkrankenhaus und dachte, jetzt mache ich so auf leicht verdreht, habe ich gedacht. Ich übertreibe es nicht. Also ich dachte nicht, dass sie mir den Führerschein nehmen können, aber ich habe mich dann quer zugesetzt, also eine Plastiktüte dabei gehabt mit meinem Reisepass und meine Freunde und meine Eltern sagten, das geht niemals. Ich habe gesagt, wartet mal ab, das wird schon funktionieren. Es war sehr hart. Ich habe auf dem Flur gesessen mit wirklich verletzten Soldaten, die vermutlich einer saß neben mir, der war im Suff von seinem Bett gefallen. Da dachte ich, guck mal, ist auch ein Zeichen, dass ich da nichts verloren habe. Auf jeden Fall bin ich also dahin und Ich war schon sehr ordentlich immer. Ich war immer schon pingelig, ich konnte gut aufräumen. Ich war irgendwie organisiert und das Letzte, was ich brauchte, war, glaube ich, das. Auf jeden Fall ich da rein und dann habe ich dann so ein bisschen auch verdreht gemacht und dann habe das aber gut durchgezogen. Es war nicht leicht und irgendwann haben die mich dann untersucht und hat dann der Arzt, das war sehr nett, hatte zu mir gesagt, ja, wissen Sie, Sie sind doch ein junger Mann und so. Ich hatte die Haare dann so ins Gesicht gelegt und hatte so ganz scheu eben. Und dann sagte der, scheu, ja, aber Sie sind doch süß. Ein netter Kerl. Ja. Und mach dir doch mal die Haare vernünftig, sagte er. Dann gehst du mal aus in die Disco. Und sag ich, nee, ich bin nicht so für Disco. Sagte, was machst du denn? Ich habe gesagt, ja, ich lerne Gedichte. Und das stimmt wirklich. Ich habe mein Leben lang Gedichte gelernt. Und meine Eltern haben sich früher mal gefragt, warum macht er das? Aber ich habe wirklich von meiner Großmutter das Talent geerbt. Ich könnte jetzt hier 3 Stunden. Und da dachte ich, ist wunderschön, weil ich Poesie sehr liebe. Ja. Und dann dachte ich, jetzt kommt zum Einsatz. Und hat der gedacht, ja, jetzt hat er bestimmt 2 Gedichte auswendig gelernt. Ja. Und sagten die auf. Und dann sagt er, ach, da hast du was vorbereitet und denkst jetzt wohl, jetzt sagst du mir hier 2 Gedichte auf und dann ist es vorbei. Und ich habe gesagt, nein, was hören Sie denn gern? Was hätten Sie denn gern? Und ich hatte wirklich Glück, weil ich so ein Annette von Droste-Hülshoff-Fan war und sehr viele Balladen von ihr kann. Und dann sagt er, wie aus dem Pistole geschossen, vielleicht die Vergeltung. Und ich bin direkt angefangen. Und das ist der Anfang der Vergeltung? Der Kapitän steht an der Spiere, das Fernrohr in gebräunter Hand, im schwarz gelockten Passagier, weil er im Rücken zu gewonnen nach einem Wolkenstreif. Und das ist sehr dramatisch. Und ich habe das sehr geliebt, weil ich an Gerechtigkeit glaube. Und das ist so meine Gerechtigkeitsballade. Ich dachte, das passt dir wirklich gut. Und dann hat er gesagt, ach, vielleicht noch was von Fontane. Ich sagte, das hätten Sie denn gern. Und dann hat er gesagt, ach, machen Sie doch mal was. Und dann habe ich dann, ach, hübsche Sachen und ein bisschen Rilke. Also ich habe alles gebracht. Und irgendwann habe ich immer weiter gemacht. Kannst du jetzt auch? Also ja, die Luft ging durch die Felder, die Iren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, als flög durch ferne Lande, als flöge sie nach Hause. Ja, das ist genau. Schön, ja. Ja, das ist schön. Ja, egal. Auf jeden Fall ging es so. Und dann hat er noch gesagt zu mir zum Schluss. Ich frage das gleich bei dir ab, Matthias. Vielleicht noch was von Fontane, hat er da gesagt. Dann dachte ich, ach, Fontane. Dann fange ich so an gerade und sage, die hohen Himbeerhecken. Und dann geht er raus und sagt, die hohen Himbeerhecken? Sie trennten dich und mich doch im Laubwerk unserer Hände von selber. Natürlich. Ja. Die Hecke konntest nicht wehren, so hoch sie immer stund. Ich reichte dir die Beeren und du reichtest mit deinem Mund. Ach, schrittest du noch einmal durch den Garten, geschwind in raschem Gang. Wir gerne würde ich warten ein Leben lang. Das fand ich so süß. Ja, total. Ja, aber sag mal, wäre es nicht, jetzt, um ganz kurz zu unterbrechen, wäre es nicht die sehr viel bessere Verteidigungsstrategie für die Bundesrepublik, wenn du die einfach mit Gedichten totquatscht, deine ganzen Gegner? Ja, leider ist Poesie nicht mehr angesagt. Und dann gehe ich so raus. Vorsicht, der Kretschmer kommt, der sagt Gedichte auf, nichts wie weg. Ja, und super. Dann hat er, in dem Moment hat er gedacht, okay, der spinnt wirklich, hat er gedacht. Dann ist er raus und hat zu seiner Arzthelferin gesagt, das ist so ein netter Junge, ich glaube, der ist blitzgescheit, aber der ist total durch. Und dann bin ich raus und als er gekommen, ganz nett, hat dann so zu mir gesagt, ach, jetzt gehst du schön nach Hause, es holt dich gleich jemand ab. Dann dachte ich, bin ich raus und fing es an zu regnen. Und dann stand ich vor, dachte ich, ich gehe jetzt auf keinen Fall unter das Abdach. Habe ich mich so vor die Klinik gestellt. Das war wirklich nicht leicht. Ich mag keinen Regen auf dem Kopf. Dachte, das jetzt auch noch. Habe ich da im Regen gestanden und dann kam der raus, hat mir einen Schirm gebracht. Und dann kam ganz hübsch 3 Wochen später, lieber Herr Kretschmer, wir wünschen Ihnen alles Gute, aber leider sind Sie nicht geeignet. Ich dachte, es läuft alles gut. Vielleicht 1,5 Jahre später bin ich auf einer Party und es war ein sehr netter Arzt, den ich sehr sympathisch fand da in der Klinik. Und ich bin auf so einer Party und auf einmal sagt er, wir beiden kennen uns auch. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich kenne doch so viele und so. Und auf einmal sagt er, vielleicht nochmal den Fontane. Und dann dachte ich, ja, aber. Und dann habe ich aber. Sehr schön. Und dann.
habe ich halt gesagt, ich habe mich regeneriert, ich habe auf ihren Rat geachtet. Ich bin in die Disco gegangen und dann hat das doch gut funktioniert. Und dann hat er gesagt, das hätte ich nie gedacht, dass sie das gemacht haben. Ich habe gesagt, nein, ich habe es auch nicht gemacht. Und dann hatte ich noch ein bisschen Angst, aber dann habe ich es dann doch. Und ich wäre auch nicht der Richtige gewesen, ganz ehrlich. Na, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. Also ich glaube, ich hatte keine Zeit, weil ich wusste, was ich wollte. Du warst ohnehin, sagen wir, anders einfach als die anderen. Ja? Du hast Geschwister, ne? Ja. Wie viele? 4 Geschwister. Und du wolltest aber ein Einzelkind sein. Ja, das war mein Traum. Das ist eine schwierige, das war mein Traum. Eine schwierige Konstellation. Ja, ich habe die alle sehr geliebt, aber ich fand das so schön, wenn man so Einzelkind ist, dass die Eltern so ganz fokussiert auf einen sind. Und meine Eltern sind ja so süß und liebevoll, das sind ja die Profi-Eltern schlechthin. Und die haben das wirklich mit mir durchgezogen. Ich habe gesagt, Mama, bitte, können wir nicht sonntags mal essen gehen zusammen? Und er hat gesagt, okay, die schlafen alle früh, ich lag mit Klamotten im Bett. Mein Bruder hat hübsch geschlafen, hat seine Guppies beobachtet. Und sobald die einschliefen, bin ich sofort raus, haben die mich ins Auto gepackt und dann haben wir Einzelkind gespielt. Dann war ich mit den Sonntagsabend essen. Und dann habe ich das auch immer gesagt. Und, ich habe Einzelkind gespielt. Ja. Und meine Eltern, die haben das perfekt gemacht. Ich habe dann immer gesagt, ach, ist das schön, dass ich für euch der Einzige bin. Und die haben dann alles bestellt. Und die anderen haben es nie erfahren. Jetzt werden sie es vermutlich wissen. Aber das hat gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, so, ach, das ist hübsch, wenn man so alleine mal ist. Ich fand die anderen auch nach wie vor. Ich liebe die alle heiß und innig. Aber ich mochte dieses Gefühl, dass man so ganz nur mit denen war. Nicht ja, das verstehe ich. Du hast ja ein sehr inniges Verhältnis zu deinen Eltern. Du bist ja jetzt durch Shopping Queen unglaublich populär geworden. Wirst oft angesprochen auf der Straße. So, Herr Kretschmer, wie finden Sie meine Krawatte und so? Ja, schon. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Mich drücken die und küssen die erstaunlicherweise. Ich war vor kurzem mit einer sehr berühmten Freundin gesessen und die war richtig entsetzt. Ich glaube, die ist wirklich ein großer Star. Und beim Mittagessen durfte die kein Autogramm geben. Und ich hatte die ganze Zeit, mir war schon peinlich. Ich habe gesagt, ja, die sind das, ich habe eine tägliche Sendung und so. Und dann darf ich sie mal küssen. Und da hat die irgendwann gesagt, möchtest du auch von meiner Freundin? Ich sage den Namen bitte nicht. Und da hat die gesagt, nee, vielen Dank. Ja, super. Ja, ja. Und dann dachte ich, das ist tägliche Sendung vielleicht. Und da hat man das Gefühl, ich bin ja jemand, der sehr empathisch ist und das auch sehr warmherzig tut. Und deswegen sind die Leute da. Du küsst dann zurück? Im Supermarkt vor kurzem dachte ich, jetzt übertreibt die Omas hinter mir. Da dachte ich für einen Moment, ich dachte erst, die kollabiert, weil ich stehe so und dann auf einmal fällt die so ein bisschen zurück und küsst mich so am Hals. Da dachte ich, jetzt übertreibt es. Ja. Aber dann habe ich mich gedreht und dann dachte sie, Shopping Queen. Und ich dachte, ja, wie sehe ich aus? Ich habe gesagt, sie sehen toll aus. Aber mir ist es ehrlich, das ist ja Wahnsinn. Ja. Bist du auch auf der Straße geküsst, Matthias, von wildfremden Menschen? Nein, ich glaube, ich strahle das aus, dass ich das nicht möchte. Ich strahle das aus. Doch, das kann man ausstrahlen. Ja? Ich bin der festen Überzeugung. Menschen merken, das fängt schon damit an, wenn du im Gespräch bist und die Leute kennen dich und du guckst rum und sie nehmen den Blick auf und haben schon Kontakt mit dir. Wenn ich mit dir im Gespräch bin und merke, es kommt jemand auf mich zu, bleibe ich mit dem Blick bei dir, damit mich keiner rausholen kann. So geht's schon los. Und das, du strahlst, so wie wenn sich Menschen begegnen, du weißt, die ersten 20 Sekunden, die ersten 10 Sekunden sind wichtig. Und ich strahle das aus, dass ich nicht abgeküsst werden möchte. Ja, das manchmal küsse ich dann, aber ich kenne sie doch, dann ist es nur ein Zuschauer. Aber das geht dann so rum. Ich verstehe. Frau Knothe, wenn Sie auf Politiker im Bundestag treffen, küssen die Sie auch? Oder nee, die küssen sich gegenseitig höchstens, nee, wahrscheinlich auch nicht. Denn ich werde nicht geküsst, aber freudig begrüßt. Zuerst wundern sich ja alle, wenn ich da rumstehe. Ja. Sehr freudig begrüßt, ja, sehr, sehr freundlich. Die sind das nicht gewohnt, dass man denen so menschliche Fragen stellt. Ne? Die wollen Fakten und die bringe ich erstmal nicht. Ich frage ganz gerne am Anfang mal, wie geht's Ihnen denn? Wie war denn der Tag bisher so? Das ist ja super. Und das ist oft schon eine Überraschung. Auf der anderen Seite finde ich, therapeutisch, digitaltherapeutisch betrachtet, sollten wir alle mehr an unserer Kussbilanz arbeiten. Weil angeblich verbringen wir nur 14 Tage mit Küssen, wenn wir 75 Jahre alt werden. Wow. Und hingegen 8 Monate mit dem Löschen unerwünschter E-Mails. Und wenn man dieses Missverhältnis sieht, oder bist du auch der Meinung, da müssen wir mehr...
Entschuldigung, wenn Sie was Sie sagen, die sind irritiert. Es ist, ich habe einen umgekehrten Fall, wo die Reporter, die Journalisten irritiert sind, wenn die Fragen so beantwortet werden, wie sie gestellt werden. Nämlich mein Ministerpräsident Kretschmann. Wenn der gefragt wird von einem Journalisten, sagen Sie mal, was haben Sie denn da empfunden bei der Wahl? Wie war das? Und da sagt er dann, man erwartet jetzt das Parteiprogramm. Und er sagt dann, ich habe mich gefreut. Da sind die völlig platt. Das stimmt, der ist und dann sehr fragt geerdet. Man noch mal nach, da fragt sich immer nach. Sag mal, ja, und also gefreut, wirklich gefreut. Und was haben Sie gefühlt? Und das sagt er wirklich, Freude. Ja, das ist doch mal eine klare Ansage. Und was das Küssen betrifft, das ist ja wirklich eine Mut. Jeder Politiker, sobald eine Frau auftaucht, kriegt Küsschen. Nicht wahr? Die Frau Merkel, die arme Frau Merkel, wenn die einem fremden Politiker gegenübersteht, erwartet man, dass sie ein Küsschen kriegt. Nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Obwohl wahrscheinlich. Aber wo ich sie gerade da habe, also Brezhnev und Honecker, haben die sich damals wirklich auf den Mund auch geküsst? Richtig auf den Mund geküsst, jawohl. Das war die russische Art, sich zu küssen. Die küssen sich richtig auf den Mund. Aber im Orient gibt es einen schönen Spruch, die küssen sich ja dauernd. Ja. Zwar dreimal, aber da gibt es das heißt Kissing and Killing. Kissing and Killing? Ja, derjenige, der geküsst worden ist, wird mit, Gleichmut am nächsten Tag wieder umgebracht. Ach so, ja, das ist ja dann eine ganz sympathische Art, so eine Beziehung dann wieder zu beenden. Das finde ich irgendwie. Ja. Das ist eine Form der Ehrlichkeit, ja. Ja, in der Tat. Guido, du hast dieses sehr spezielle Verhältnis zu deinen Eltern eben schon beschrieben. Dein Vater, der lag im Krankenhaus. Ja, das war sehr, weil ich hänge wirklich sehr an meinen Eltern, ja. Weil ich denen alles zu verdanken habe, weil die so liebevolle Traummenschen sind und ich wäre nicht das, was ich heute bin ohne meine Eltern. Und dann war es so, dass mein Vater auf einmal sehr schwer krank wurde und hatte eine sehr schwere Herzoperation. Ich habe gerade gedreht an dem Tag und es war für mich fast unerträglich. Ich habe gedacht, ich kann gar nicht anrufen während der Sendung. Vielleicht kennst du das auch, dass man denkt, wenn was Privates passiert, musst du es erst schaffen. Mhm. Ich dachte, ich rufe nicht an, weil ich ja sehr lange Drehtage habe. Mhm. Und da habe ich mal nachts angerufen und dann hörte ich, okay, es ist ganz schlecht. Und ich bin dann da ganz schnell nachts hingefahren und das war der längste Weg meines Lebens vielleicht, weil ich dachte, was wird passieren, wenn ich komme und bin dann in die Klinik gekommen. Es war nachts und auf der Intensivstation. Und ich komme rein und ich wollte ihn nur retten eigentlich, dachte ich. Und dann komme ich da rein und dann sieht mich die Krankenschwester und sagt nur, Shopping Queen. Ich habe gesagt, nein, heute nicht. Und so, ich will zu meinem Vater. Und dann hat die gesagt, ja, kommen Sie mit. Und es ging wirklich sehr schlecht. Und ich komme in dieses Zimmer rein, da war mein Vater vorne, den ich als meinen Vater da abgegeben hatte. Und der sah aus wie mein Großvater auf einmal. Das war eine sehr, sehr große Operation. Und dann ist dann im Nachbarzimmer lag auch jemand, der war gerade extubiert, aber das war alles dran, was man sich vorstellen kann. Und dann sieht er mich, macht die Augen auf und sagt, ich fass es nicht, der Typ aus dem Fernsehen. Und so fing das an und dann habe ich ja wieder mit meinem Vater gesessen, da musste ich richtig lachen und dachte, was ist los? Und dann habe ich meinem Vater eine sehr intensive Nacht gehabt, weil der eigentlich gestorben wäre. Und heute sagt mein Vater, dass ich ihn gerettet habe. Und seit dem Tag, muss ich sagen, hat sich auch für mich was verändert, weil ich glaube seit der Nacht, dass es was gibt, was uns hält. Weil ich er hat immer gesagt, er ist in einer Blase gewesen und hat sich einen Eizahn gewünscht, um in dieses Licht zu kommen. Der schwimmt in so einer Blase. Und ich habe das irgendwie auch gefühlt, ich muss es wirklich sagen. Und dann habe ich auf ihn eingegangen und gesagt, Papa, du kannst nicht gehen, ich bin noch nicht ready und so. Und dann hat dich so richtige Flashes aus Kindheitstagen, wie er mir Schwimmen beigebracht hat. Mein Vater ist sehr, sehr liebevoll. Und dann kam das alles so intensiv, und er hat das auch gehabt. Und erstaunlicherweise, auf einmal hat er sich stabilisiert. Und er sagt heute, und vielleicht war es auch unsere Generalprobe, sagt er heute, dass wir schon mal geübt haben, wie das ist. Aber das war so intensiv, dass ich dachte, was würde sein, wenn der geht und so. Und das war sehr schwierig für mich auch, weil man denkt ja immer, die Eltern sind immer da. Aber das Schöne ist, ich habe ihn zurückgeholt. Und der Arzt hat nochmal gesagt, es war gut, dass sie da waren, weil ich habe ihn so besprochen richtig und dachte, ich mache ihm so Lust aufs Leben. Hab ihm alles versprochen. Elektrofahrrad, Kreuzfahrt, alles. Du hast ihn bestochen sozusagen. Ja. Das heißt, dem geht's wieder gut, deinem Vater? Ja, dem geht's wieder gut. Der ist immer noch nicht ganz so stabil. Also, aber wir haben so eine, weil wir uns eh so nah sind. Und ich glaube, dass das eben auch schön ist, dass man sieht, dass man eben nicht vergessen darf, dass man, wo man herkommt. Das kann ich eben jedem wünschen, weil ich, wie gesagt, wirklich so ein geliebtes Kind war, dass man dann
natürlich irgendwann Adieu sagen muss, aber wenn die Zeit nicht reif ist, dann ist es eben schön, wenn man weiß, man hat noch mal so ein Geschenk bekommen. Ja, und auch wenn man die Chance hat, sich überhaupt noch mal zu verabschieden im Zweifel. Das ist ja auch nicht allen vergönnt. Das heißt, deine Eltern leben wieder in dem kleinen Dorf, in dem du... Ja, die leben da immer schon. Also alle, meine ganzen Geschwister. Wenn meine Eltern laut schreien würden, Hilfe, kommen meine ganzen Geschwister, weil die so nah leben. Ich bin der Einzige, der immer weg wollte. Ich war schon als Kind, dachte ich, es war mal so eine Sendung, das war so bezeichnet. Ich habe als Kind dachte ich immer, ich möchte hier so gerne weg. Weil ich fand das nicht schlecht da im Dorf, aber es war nicht so richtig meins. Dann irgendwann ist so Großraum... das ist Münster, war doch ein sehr kleines, süßes Dorf, sehr, sehr hübsch, hübsches Dorf. Deutschland war es, glaube ich, mal kurzzeitig. Und ich fand es auch hübsch. Und ich wurde mal als, sag ich mal, 12 oder so, wurde ich mal runtergeholt zum Fernseher. Da war so Aktenzeichen, X und ungelöst. Da hieß es, Kinder dürfen nicht trampen. Und da hatten die so einen Jungen nach Amsterdam entführt, was ja sehr dramatisch war. Ich dachte mir, das ist auch eine Chance, dachte ich. Da bis dem habe ich eine ganze Zeit immer so mit einer Schultasche auf der Verkehrsinfel gesessen bei zum Dorf und dachte, wenn in einer Hoffnung, kommt, dass du, der dass du entführt wirst. Ja, der ist gerettet worden. Also das war nicht dramatisch. Der ist nur hingebracht worden. Das war, glaube ich, nicht so toll. Und ich dachte, ach, das wäre doch hübsch, eine Passage nach Amsterdam. Und das war so ein bisschen, ich habe immer die Sehnsucht gehabt, wegzukommen. Deswegen bin ich auch so früh gegangen. So, und die Geschichte mit den Zeugen Jehovas stimmt auch, ja? Ja, das wäre jetzt aktuell, weil ich habe ja gerade so ein schönes Haus in Berlin gekauft. Das war vielleicht die Geschichte. Ich hatte schon mal die Zeugen Jehovas im Haus, weil ich nicht wusste, dass das waren. Ich dachte, das ist eine Immobilienfirma, aber dann haben sich doch als Zeugen Jehovas rausgestellt. Die in meinem neuen Haus. Firma, ja? Ja, ja, ich hatte da, das war eine lange Geschichte, das war in Spanien noch. Und ich bin zurück in meinem Haus und es klingelt an der Tür und da stehen zwei wirklich süße Mädchen, ein bisschen brav, so vor der Tür. Und ich gehe raus zu meinem Zaun und dann gucken die und sagen, die Zeugen Jehovas wären nichts für Sie. Was? Wäre das so Ihr Ding? Ich habe gesagt, nee, Mädels, das ist nicht mein Ding. Ne? Ich sage, ich stehe ja so auf Weihnachten, da kriegst du gerne Geschenke. Und ich finde auch Ostern toll und ich feiere so wahnsinnig gern Geburtstag. Ihr auch? Und dann sagte die so, nee, aber es ist ganz toll bei uns. Ich habe gesagt, ja, aber das ist nicht so richtig meins. Und dann lassen wir das mal. Ja, Sie wären so Nachbarn, Sie haben so eine Villa etwas weiter. Und ich habe gesagt, ich wünsche euch alles Gute, aber... Das ist wirklich nicht. Und dann habe ich gesagt, ich habe auch keine Lust auf Dauer, euch da nur zu treffen, weil ich glaube auch nicht an die Zukunft, die da passieren wird. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Nichts gegen Zeugen Jehovas, aber wenn die alle nur zusammen sind im Wachtum und relativ schlicht, dachte ich, nee, das ist nicht so meins Textil. Ich sage, und ihr seid ja auch nicht so meine Kunden. Und dann irgendwann sagt sie, ja, okay, sollen wir es dann nochmal probieren? Ich habe gesagt, ach, lasst es doch einfach und so. Und auf einmal guckt sie mich an und sagt zu mir, aber Shopping Queen finde ich super geil. Ich habe gesagt, das dürft ihr doch gar nicht gucken. Das war richtig lustig. Super. Bei denen glaube ich, es ist Hoffnung. Deine Eltern sind ja, das sind ja sehr aufgeschlossene Menschen, so wie du auch. Ist es wahr, dass bei euch im Wohnzimmer neulich eine Dame des, wie soll man sagen, des leichteren Gewerbes saß, eine Prostituierte? Ja, das ist so, ich muss sagen, meine Eltern sind wirklich warmherzig, tolerant und frei. Wenn es freie Menschen gibt, die jeden lieben. Also wenn da könnte jeder jetzt kommen und sagen, ich habe mit Guido gesessen, würde man kommen zu meinen Eltern, dann würden die sagen, ach komm rein, herzlich willkommen. Und dann würden die vielleicht nach 14 Tagen fragen, na, wie lange willst du bleiben? Also da ist man schon willkommen. Und meine Eltern, das ist ein Zeichen dafür, wie frei die sind. Wie wohnen bei uns im Dorf, gibt es nur eine Bushaltung. Es gibt wohl im Nachbardorf ein Bordell neuerdings. Und da war so eine polnische Mitarbeiterin, die dann mit dem Bus da ankam, mit dem Koffer. Und meine Eltern haben die dann gesehen und dann können sie rausgucken aus Dorf am Nachmittag. Und dann haben die irgendwie gedacht, da kommt ja gar kein Bus mehr. Haben die Eltern sofort raus, haben die reingeholt. Und ja, dieses Jahr, wo willst du denn hin? Ja, da in das Bordell und so. Und dann hat meine Mutter gesagt, ach Gott, der hat die erstmal der Kuchen gemacht und Kaffee und hat der Tipps gegeben. Machen Sie bloß nicht alles hier und so, hat sie gesagt. Also das fand ich so süß. Und haben meine Eltern die auch noch dahin gefahren. Und das ist so ein Zeichen, finde ich, dass man, wie frei die und wie herzlich die sind. Die sind sehr katholisch, meine Eltern, aber so warm, mitmenschlich katholisch. Und das muss ich so lachen, weil das... die keinen Stock haben. Das mag ich sehr. Und das ist auch, was mir hilft. Das da weiß ich ganz ältest. Das ist das biblische Beispiel der Maria Magdalena. Genau. Prozessor. Genau. Absolut. Genau. Lässt sich alles in irgendeiner Weise auch begründen. Ja. Wenn man mit dir spricht, muss man natürlich auch über Mode sprechen, Guido. Wir schauen einmal kurz rein. Aktuelle Bilder. Wo ist das, was wir hier sehen, Guido? Schau mal. Ich habe jetzt keine Brille. Ach, das ist meine Show, meine letzte. Das war die letzte Sommershow. Alaya. Das ist Hund das Sarah Nuro, ne? Ja, Sarah Nuro, die ich sehr mag. Ja, das war eine Reise zum Nil. Ich war auf dem Weg nach Ägypten. Dann kamen die Unruhen. Dann dachte ich, ach, das ist so ein schönes Land. Und da habe ich dann, ich werde den Look neu interpretieren, diese Feier, diese Zartheit. Ich habe ganz viele schöne Kleider gemacht, die so die. Ich mochte das sehr. Also, es war eine schöne Kollektion. Das ist jetzt die Winterkollektion. Mhm. Frauen lieben deine Kleider. Gott sei Dank.
Ja, aber auf eine Art und Weise lieben Frauen deine Kleider, die mir bislang völlig fremd war. Also wenn der Name Guido Maria Kretschmer fällt, dann siehst du nur noch verzückte Augen. Ja, weil ich Frauen wie dich schätze und mag. Und ich glaube, dass ich... Ja, ich ja auch, aber ja, bei mir gucken die nicht so. Ja, ich bin ja Textilverwalt. Ich habe immer gewusst, dass ich Textil berühren kann. Und das ist das Wunderbare, wenn man das kann. Und ich mag auch, wenn Kleider sich wiederholen. Zum Beispiel mache ich ja gerade aktuell, gerade für eBay, so die erste Riesenkollektion, die es je gegeben hat, vielleicht mit einem Designer in Europa. Und ich mochte das so, dieser Gedanke, kann man sagen, wieso macht der eine Kollektion für so ein Haus? Aber ich mag diese Idee, dass ich ein Textil habe, was vielleicht bei mir ist, mir nicht mehr passt, gehört, gefällt. Ja. Und dann gebe ich das weg und dann schaffe ich irgendwie Geld und schaffe Platz und dass Textilien eben halt ein zweites Leben haben. Geschichte haben. Und das mag ich sehr. Und jetzt habe ich da zwar eine eigene Kollektion gemacht, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass Sachen nicht Sondermüll sind. Was hat ein Mensch gemacht? Und ich glaube, jeder sollte sich überlegen, ob das Sinn macht, wenn man sich ein T-Shirt kauft für 2,45, wer das bitte schön gemacht hat. Weil es gibt keine Roboter, wo man oben Stoff reinschmeißt, sondern das haben Menschen irgendwo gemacht und ich habe sehr viel in extremen Gebieten der Welt auch gearbeitet und habe das gesehen. Ich war in Bangladesch, überall in den Hardcore-Geschichten. Wenn man das einmal erlebt hat, dann wird man sich wirklich überlegen, ob man sich dann ein Sommerhöschen für 2,50 Euro kaufen möchte. Und so viel dazu. Deswegen glaube ich, Textil kann sehr anständig sein. Mhm. Man muss es schaffen, dass man Lieblingsteile entwickelt, dass Kinder wieder lernen, damit umzugehen, bewusst umzugehen, dass das nicht nur ein Putzlappen ist, dass man denkt, dann kaufe ich mir was Neues, sondern dass Sachen einem sehr nahe kommen können und dass sie für manche Menschen eben auch eine ganze Welt erzählen kann. Johanna Maria Knothe ist bei uns, die für die Kollegen von Bambule, ZDF Neo, gemeinsam mit Sarah Kuttner im Einsatz ist. Und du machst Johanna dort sozusagen die Außenreporterin, wenn man so will. Überlegst du dir genau, was du anziehst, wenn du in den Bundestag gehst und weißt, ich treffe gleich auf, sieht man für Brüderle was anderes an als für Patrick Döring zum Beispiel? Das, mein lieber Markus, beweist mir jetzt, dass du die Sendung noch nicht so oft gesehen hast. Ich trage nämlich immer das Gleiche. Ich habe eine Uniform gewählt, das erleichtert einiges. Ich stehe Ewigkeiten vor dem Kleiderschrank und weiß nicht, was ich anziehen soll und dann noch im Fernsehen drin. Da habe ich lieber immer das Gleiche. Also immer diesen roten Sozi-Fummel trägst du da, oder? Der Sozi-Fummel, genau. Ich habe auch einen Schal dazu. Das ist allerdings aus der letzten Saison. Ja. Von der ersten Staffel noch. Das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Das ist ganz praktisch. So habe ich meine Uniform. Die Leute erkennen mich. Das ist sehr aufmerksamkeitsstark. Ja. Wenn ich im Bundestag zum Beispiel stehe, ist das so. Wer ist der rote Blitz, der da durch die Gegend springt? Oh, das muss die Knothe sein. So, und wie reagieren die auf dich? Also wenn man da ankommt als neues Mitglied sozusagen des Hohen Hauses und die kennen einen ja noch gar nicht so richtig. Wie reagieren die, wenn man dann sagt, ich hätte gerne mal ein Interview mit ihnen? Na, wir fragen ihn in der Regel vorher an. Ja. Das machen wir auch nicht immer. Manchmal stehen wir auch da und versuchen, welche abzufangen. Inzwischen kennen mich einige auch schon. Wir sind da sehr auffällig, weil wir auch eine sehr interessante Kamera haben, die ein bisschen aussieht wie ein Anglerfisch, weil überall so Drähte rausgucken und es sieht sehr unpraktisch aus, ist es auch. Ja, die freuen sich, ne? Also einige kennen das Format schon und aber ihr geht da anders ran. Also was fragst du die dann? Also wie kriegt man einen Politiker dazu, tatsächlich A, die Wahrheit zu sagen, was schon sehr schwer ist und dann auch, sagen wir mal, auf andere Dinge zu antworten als nur Parteiprogramm? Na, das ist erstmal sehr schwer. Das muss ich auch schmerzlich feststellen, weil die einfach perfekt sind im Ausweichen. Du stellst eine Frage und sie antworten, ja, das ist eine interessante Frage, Frau Knothe. Lassen Sie mich Ihnen was erzählen. Und dann erzählen die was ganz anderes, ja, das, was sie loswerden wollen. Lassen Sie mich zunächst mal meinen Wählerinnen und Wählern danken. Das merkt man aber gar nicht sofort, lieber Lanz. Das ist schrecklich. Das merkt man dann manchmal sogar erst hinterher. Ach, der hat mich ganz schön reingelegt. Ein Häppchen hat er mir gegeben, aber ganz wollte er nicht was sagen. Und ich, ich versuche mich zu konzentrieren und genau zuzuhören und zu überlegen, Moment mal, wenn du das jetzt schon zugibst, dann kann ich ja vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Das ist aber ein Lernprozess daraus. Also die Politiker sind einfach Profis, Medienprofis. Ne? Das ist in der Tat eine große Aufgabe. Kann Matthias auch gleich eine Menge dazu erzählen. Wir schauen einmal kurz rein. Zunächst mal, was du da machst. Bitte schön. Gern. 6 Uhr morgens, auf zum Bundestag. Das ist eine Hektik, ey. Wie so ein Spitzenpolitiker. Die schlafen zu wenig, die essen unregelmäßig und wahnsinnig ungesund. Das ist ein totaler Scheißjob, wenn du mich fragst. Warum zur Hölle tun die Politiker sich das an? Ich habe schon in jungen Jahren mich entschieden, politisch aktiv zu sein, um etwas zu bewegen. Das ist aber wie Zeitarbeit. Sie haben immer nur einen 4-Jahres-Vertrag. Wer hier was erreichen will, der muss Feuer haben im Arsch. Und er muss aufpassen, dass diese Flamme nicht erlischt. Ah, der erste Politiker folgt mir auf Twitter. Das bedeutet, okay, ab jetzt wird's offiziell. Ab jetzt keine Witze mehr über Genitalien, Fäkalien.
Twittern sich Politiker unsere Freundschaft? Ich glaube, dass Twitter dazu beiträgt, dass vor allen Dingen jüngere Menschen wieder ein unmittelbareres Verhältnis mit der Politik gewinnen. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Also, Johanna Knoth im Einsatz. Hast du ernsthaft mal einem die Frage gestellt, ob wir von drogenabhängigen Junkies regiert werden? Mhm. Wem? Ich fürchte, das habe ich so direkt niemanden gefragt. Ich versuche, wir müssen ja, wenn wir Interviews anfragen, auch ein bisschen vielleicht versuchen, das gesamtgesellschaftlicher zu formulieren und nicht, wir möchten sie vorführen, würden sie uns nicht ein Interview geben. Was wir auch nicht tun natürlich, die Politiker vorführen. Deshalb ging es da eher um die Frage, wir starteten mit der Frage, warum machen Politiker das eigentlich, warum tun sie sich das an? Und im Laufe des Beitrags und der Recherche kommen wir dann eigentlich auf die Feststellung, dass Macht süchtig macht. Einfach durch die Endorphinausschüttung, die im Gehirn passiert. Das ist unser Belohnungssystem, das auch anspringt bei Alkohol und Drogen. Immer wenn Sie Anerkennung bekommen, Herr Lanz, dann schüttet sich bei Ihnen was aus und Sie sind glücklich. Und davon wollen Sie mehr bekommen. Und so geht es den Politikern genauso wie Ihnen oder mir oder jedem anderen hier in diesem Raum. Facebook-User ist wahrscheinlich eine ähnliche Kiste. Ja. Wie viele Politiker haben wir denn, die wirklich Macht ausüben? Die ein Verhältnis zur Macht noch haben? Das ist die Frage, wie sich das definiert, war. Die Frage ist, was Sie selber glauben, ob Sie Macht ausüben. Wie Sie es empfinden. Also ich glaube, schon vor eine Kamera treten und wichtig genug sein. Uns mangelt es ja an Politikern, die Macht darstellen. Macht ist das Positive. Wir brauchen ja Macht, um Staat zu führen. Wir leiden ja darunter, dass wir im Grunde keine machtvollen Politiker oder ganz wenige haben. Und die meisten, muss ich leider sagen, weil ich ja selber dazu gehöre, sind ein bisschen alt geworden. Ne? Also was wahr ist, finde ich, Matthias Richtling, ist doch, dass man als Politiker auch diesen Willen zur Macht auch haben muss. Und man muss Macht mögen und wollen, sonst bist du an dieser Stelle definitiv fehl am Platz. Ja, aber ich glaube schon, dass die Gesellschaft sich verändert und dass dass das erstens erkannt wird, was hier vor allem Machtstreben ist und aufgelöst wird durch Facebook und Twitter und so weiter, also diese permanente Informationsmöglichkeit der Bürger. Ich glaube schon, dass es da einen Umbruch gibt, der es schwierig macht, den Leuten etwas vorzumachen, wie es früher der Fall. Wenn wir Herrn Kauder gerade gehört haben, den ich neulich in einer Stellungnahme gehört habe, wo es also wirklich so zu sagen, es war jede Silbe ein Ä dazwischen und es war nichts gesagt. Und der ist noch aus dieser alten Tradition. Aber ankommen ist es so, so immer wird weniger. Der so Stolper-esk? Also immer ja, mehr. Super. Ja, ganz arg. Ja. Also das heißt, es wird den Machtpolitikern immer schwieriger, bei den Zuschauern oder bei den Wählern anzukommen. Kurioserweise hast du dann solche, wir hatten gerade gesehen, Herrn Trittin, der eigentlich noch dieses alte Schema erfüllt, nicht wahr, nach Machtpolitiker. Also, was, haben Sie noch irgendwelche... Das ist ein schönes Wortspiel, Herr Trittin, habe ich so noch nicht gehört. Auf jeden Fall. Das ist kein Zufall bei dir, Matthias, ich weiß das. Ein Paradebeispiel eigentlich für die andere, für die alte Generation, aber dass sie nicht mehr Macht ausüben können, das hängt auch mit dieser Umwandlung der Gesellschaft zusammen, die ich mindestens so einschätze wie, also jetzt 11, 12, mit diesem Bewusstsein für das, was in diesem Staat passiert, aber mit dieser Informationsmöglichkeit. Und auch mit den neuen Medien, ja? Bitte? Ja? Mit den neuen Medien auch. Ja. Also, aber auch die Bereitschaft dazu, weißt du, ich möchte es nicht immer wieder sagen, aber ob es jetzt Stuttgart 21 ist, was wirklich ein auslösender Faktor war für alle anderen Probleme, die sie ergeben, Berliner Flughafen und so weiter, sowas wird nicht mehr möglich sein. Und das bedeutet aber, dass die Leute natürlich auf einer Basis, die oberflächlich ist. Klar, du beschäftigst dich nur mit dem, was dich persönlich... Kein Mensch guckt auf Google auf Seite 245 nur die ersten drei Seiten und so weiter. Das hat auch damit zu tun. Trotzdem ist die Möglichkeit, sich zu informieren, eine sehr viel größere als früher. Und das wird auch dann getan. Früher hat man gesagt, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Heute ist die alte Zeitung auch sehr aktuell in ein paar Jahren noch. Und das muss man einfach mit einkalkulieren. Weil das Netz nichts mehr vergisst, meinst du? Weil alles sozusagen ständig verfügbar ist. Und das ist ein großer Umbruch in der Gesellschaft. Ja, dieses Banale, von dem du gerade sprichst, das ist ein interessantes Stichwort, Frau Egler, das geht auch in Ihre Richtung. Wir haben uns mal ein paar Tweets von bekannten Politikern rausgesucht. Peer Steinbrück zum Beispiel am 21. März, Zitat, wenn es um die Sache geht, ist das Wetter egal, Schnee und gute Laune am Brandenburger Tor. Ich fühle mich bereichert.
Fühlt man sich bereichert, ja. Oder Daniel Bahr, auch schon Gesundheitsminister. Eisbär Knut ist tot, Woverei zeigt sich bestürzt. Tja. Oder zum Beispiel Patrick Döring am 28. Februar, rede jetzt gleich im Plenum zum Thema bezahlbares Wohnen. Ja, aber das darfst du nicht übernehmen, weil jeder andere erzählt sonst auch, wann er aufs Klo geht und wann er was gegessen hat. Also es ist das Gleiche. Ja, aber woher diese Lust sozusagen, alles und jedes jederzeit mitzuteilen und Menschen, das die hat dann mit dem Voyeurismus der Gesellschaft zu tun. Und wenn du ihn unterstützt, dann wird es wahrgenommen. Und mit dem Exhibitionismus der Gesellschaft, was auffällig ist. Früher habe ich es immer schon empfunden, vor 30 Jahren, als wenn ich ins Restaurant gegangen bin, dass ich in die letzte Ecke gegangen bin. Ich war nachmittags um 4 im Restaurant, kein Mensch saß da, kommt eine Familie mit 3 Kindern, die wollen nichts mit mir zu tun haben, die kennen mich nicht, die setzen sich direkt am Tisch daneben. Diese Intimlosigkeit der Gesellschaft, unglaublich. Und die. Jetzt hast du aber diese Das ist wirklich eine Schweinerei, dass ich Leute neben dich setze. Ja, absolut. Und jetzt schaffst du diese Möglichkeit. Ja. Das ist ja in allen Bereichen. Wir haben jetzt, heute ist diese Meldung gekommen, die Steuer-CDs aus der Schweiz, der Scheißdreck dagegen. 130.000 Leute weltweit, ein riesen Ding. Ja, natürlich, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst, dann machen sie das auch. Die Leute wollen sich aufdrängen, wollen sie abknutschen, wenn du es zulässt, dann lassen sie Jeder bescheißt sozusagen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Nein, warum? Weil der Mensch erst einmal natürlich sich will gesehen werden, er will tratschen. Ich gebe ein wunderbares Beispiel. Ich spiele seit vielen Jahren meine Show, von 2 Stunden dauert die, und ich habe mir vor etwa 30 Jahren abgewöhnt, eine Pause zu machen. Ja? Ich spiele einfach durch, weil ich so 1,5 Stunden plus Zugabe sind 1,40, eine gute Zeit, und man hat noch was vom Abend, verstehst du? Ja. Also man kann rollen. Und wenn du nämlich eine Pause machst, es wird unterbrochen, die Leute gehen raus, trinken sowas, du brauchst eine Viertelstunde, bis du alle wieder hast, das ist eine andere Konzentration. Streite ich doch jetzt zunehmend mit Veranstaltern, sagen, ja, wissen Sie, die Leute kommen, sie wollen gesehen werden, sie wollen auch darüber reden. Ich sage, mache ich einen Kaffeekränzchen oder mache ich meine Show? Das heißt also, da hast du auch dieses Persönliche rauszustellen, zu exhibitionieren, das dauert überall, ist unglaublich. Aber das hat mit der Chance zu tun, die gegeben wird. Mit dieser Netzgeschichte ganz extrem wird das verbreitet. Ist Frau Egglers großes Thema? Ist das Exhibitionismus, Voyeurismus? Was ist es? Also Freud würde wahrscheinlich sagen, es ist der Trieb, dieser Urtrieb, der uns anfixt. Wir wollen Aufmerksamkeit. Ja. Das ist die Droge, die wir am liebsten haben. Und das muss ja jetzt gar nichts Schlechtes sein. Nur wir werden sehr schnell süchtig danach. Ja. Ich habe das schon mit älteren Menschen auch ausprobiert. Ich erkläre Leuten gerne Facebook. Ich bin ja kein Facebook-Gegner. Wenn wir Facebook zu unserem Nutzen ausbeuten und uns nicht von Facebook sagen lassen, ob wir morgens zuerst auf Facebook gehen und dann erst aufs Klo. Schönes Zitat von Herrn Riechling. Wir regen uns über Stasi-Akten auf, aber hier legt das Volk gerade seine eigene Stasi-Akte an. Auf freiwilliger Basis. Es zwingt uns niemand dazu, unsere intimsten Daten auf Facebook abzugeben. Nein, ist ja nicht die Caritas, es ist ein börsennotiertes Unternehmen. Schon, ja? Aber weißt du, da hast du dasselbe Problem wie vor 30 Jahren, sagte ich, ja, Fernsehen, um Gottes Willen, Fernsehen ist ein wunderbares Medium, wenn du es so nutzt, wie du es brauchen kannst. Das macht aber keinen. Ja, aber wer nützt den Menschenversand? Das heißt, wenn wir zurückgehen aufs Fernsehen? Ich glaube schon auch an ihn, aber es ist sehr schwierig, ihn durchzusetzen. Er ist manchmal nicht da. Also ich probiere das, ich kämpfe dafür. Ja, du probierst es, aber du darfst nicht. Auf jeden Fall. Aber du musst, wenn wir zurückgehen ins Fernsehen, wir müssen gleich drauf kommen, was mit dem Internet ist. Aber beim Fernsehen war es so, wann gucken die Leute Fernsehen? Sie kommen von der Arbeit, haben gerade gegessen, dann legen sie sich hin, möglichst in diesen berühmten Fernsehsessel, da bist du schon im Halbschlaf. Dann lässt du das alles los. Und beim Internet ist es du hast völlig recht, entsteht so eine Sucht auf einer anderen Ebene, ist, dass die Leute da nicht mehr rauskommen. Ja, aber pass auf, im Fernsehen warst du ja selber als Otto-Normal-Idiot nicht der Publizist. Nein, das ist ja das. Das ist jetzt verstehst das Problem. Du, das ist das ja. Das macht die Leute auch blind, geändert. Ja? Verstehst du, durch diese Talkshows, entschuldige, ich spreche ja nicht von der. Nein, nein. Spreche natürlich nicht. Verstehst du, Matthias, bitte. Ich hab's auch geschrieben.
Matthias, früher hieß es, was, hast du gesehen, den kenne ich vom Fernsehen, heute schreien die Leute hinterher, hast du gesehen, der war noch nie in einer Sendung, so ist das ja. Das ist wahr, wobei ich das Gefühl habe, ihr beide veranstaltet längst eure eigene Talkshow da hinten, macht das ruhig so weiter. Das heißt, warum nicht, warum denn nicht? Es ist sowieso das sehr sympathisch. Frau Egler, also. Wobei man davon warnen muss, ich verstehe von der Elektronik nichts, aber diese Facebook, die politische Wirkung von Facebook. Facebook-Revolution. Keine Frage. Völliger Unsinn. Ja, ich weiß, das sind eben Leute, die entweder junge Akademiker oder unterhalten sich und meinen, sie bilden eine Verschwörung. Eine Verschwörung geht nicht in der Anonymität. Das muss eine Gruppe sein, die miteinander gelebt hat, die in Kontakt hat. Das geht nicht einfach über einen Bildschirm, wo irgendein etwas erzählt. Und das Ergebnis ist dann eben Tahrir. Dann kommen dann Leute zusammen, die für sowas gar nicht in Ägypten, nicht, die für sowas gar nicht vorbereitet sind, die einander nicht kennen. Und wenn es dann so als 8 auf 8 geht, sind sie nicht da. Da müssen die Schläger vom Fußballclub kommen, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Aber die Technologie hilft, dass die Leute sich vernetzen und dass sie kommunizieren und sagen, Leute, die hatten die Handys alle, Leute, lasst uns dort treffen, wir versammeln uns dort. Mhm. Facebook macht keine Revolution, die Revolution kommt von Menschen. Aber die Technologie, und da sind wir jetzt wieder beim Segen, weil Fluch und Segen liegen ja so nah beieinander, die hilft. Das sind die Falschen, die dann kommen. Aber lass uns mal ganz kurz... Unbedingt kommen die Falschen. Es geht aber auch darum, eine Nachhaltigkeit, und der Politiker spricht immer gerne davon, von der Nachhaltigkeit. Schreck, aber es ist in dem Fall richtig. Entschuldige, aber für die Initialzündung, das Erstkontakt, die erste Revolution in Ägypten zum Beispiel, oder auch, wenn wir es im Kleinen, wir haben in Stuttgart 21, hat ja die Ägypten erst initiiert, aber es ist ein anderes Thema. Wie, warum? Warum hat Stuttgart 21? Weil wir zuerst dran waren. Wir sind das Musterbeispiel für demokratischen Aufstand auf dieser Welt, verstehen Sie? Ägypten haben gesagt, wir wollen also erst das auch, wir machen das genau wie Stuttgart. Die Ägypter merken jetzt erst, dass sie keinen Bahnhof kriegen sollen. Das ist ein anderes Thema. Was wollen Sie sagen? So. Ja, also. Ich weiß es ja selber von Stuttgart, dass Freunde von mir sich kontaktiert haben, nachts um 2, die Bäume werden gefällt, dann sind die alle runter, haben dort Protest gemacht. Aber wie lange hält dieses Interesse da dran und wie schnell stirbt das ab? Nach einem Jahr sehen wir, ist in Ägypten schon nichts mehr los damit und so, oder nach 2 Jahren. Es läuft in die falsche Richtung. Ja, ja, weil die Urinitiatoren eben diese trotzdem sind wir uns, glaube ich, einig, dass das erstmal, was Technologie angeht, gar keine schlechte Geschichte ist. Nein, das, was wir von Johanna gerade gehört haben, auch die Tatsache, dass man als Politiker sozusagen auch mal mit der Basis in Kontakt tritt, finde ich ja zunächst mal per se eine feine Sache. Aber was machen die Politiker dort auf Facebook? Wir haben uns vorhin kurz mit Angela Merkel... Der Eisberg Knut ist tot, wo war halt bestürzt, haben wir gehört. Ja, das ist, sie beweisen eben ihre Anwesenheit, sie rechtfertigen eigentlich ihr Dasein, indem sie sagen, guck mal hier, ich mach was. Also schau mal, Angela Merkel hat auf ihrem Facebook-Profil eine schizophrene Persönlichkeit. Warum? Da steht, der neueste Eintrag kann sich jeder anschauen, frohe Ostern für Sie und Ihre liebe Familie. Ist richtig. Sprich dich direkt an quasi. Unten drunter schreiben aber ihre Pressemitarbeiter, die sprechen von Angela Merkel auf ihrem eigenen Profil in der dritten Person. Das heißt, du hast da so einen Mix, du denkst, du bist mit Angela Merkel befreundet, sie spricht dich manchmal persönlich an und dann spricht sie wieder von sich selbst in der dritten Person. Und da denke ich mir, das ist einfach vergeudete Ressource. Aber das ist ein Phänomen, das kennen wir von Lothar Matthäus, der macht das auch gelegentlich. Und ja, da sagt auch keiner was. Sehr charmant und der will auch keine Wählerstimmen. Ja, ist schon klar. Aber es ist paradox, es kommt kein Mehrwert und keine Nähe rüber in einem Medium, das das rüberbringen können sollte, wenn man wollte. Aber was ich interessant finde, ist, das, was Sie beschreiben, diese also auch ganz persönliche Abhängigkeit unsererseits, da gibt es ja ganz dramatische Zahlen. Stimmen die wirklich? Also, dass 2 von 10 Deutschen mittlerweile ihr Handy pausenlos anhaben. Ja, dann das mit dem Ausknopf. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, wo der Ausknopf an meinem Gerät ist. Oder die meisten Postings auf Facebook werden von der Toilette aus gepostet. Jetzt braucht man sich natürlich nicht wundern, dass die Qualität der Inhalte auf Facebook... Okay, nicht weiter. Stopp. Ja. Nein, aber das ist, man muss sich aber... Ja. Man muss sich mal anschauen, sind wir verrückt geworden, ja? Wir beachten unsere Bildschirme mehr als die Menschen, die wir lieben, wenn man abends im Restaurant sitzt. Wir schauen uns alle in die Augen und wir sind da und aufmerksam. Aber die Leute schauen häufiger auf ein Display als in das Auge ihres Gegenübers. Also was ich tatsächlich wahnsinnig finde, ist, das kann man immer öfter beobachten, wenn man im Restaurant sitzt. Also wenn da 2 Menschen sitzen, dann steht da einer auf
und muss da mal hin, wo der Kaiser auch zu Fuß hingeht, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass der andere in den nächsten 3 Sekunden dieses Smartphone rauszieht und schon mal guckt, was da wieder los ist in der Welt. Denke mal, mein Gott, das sind alles Top-Manager, die haben alle wahnsinnig zu tun. Und wir werden süchtig, deswegen heißt der Titel Facebook macht blöd, blind und erfolglos. Diese Dauerablenkung durch die Handys, also wenn unser Kleingerät uns im Griff hat und wir so langsam zu sozial untoten Smartphone-Zombies mutieren, dann werden wir abhängig nach dieser Ablenkung und da kommen wir auf denselben Effekt, Endorphin-Dopaminausschüttung und unser Gehirn wird süchtig nach dieser Ablenkung. Dadurch verblöden wir. Wir versuchen ständig alles gleichzeitig zu machen. Wir fahren Auto und tippen auf dem Display rum. Das wirkt wie 0,8 Promille. Das ist schön blöd, wir machen es trotzdem. Dann gehen wir auf Facebook, dort kriegen wir diese Masse an Toiletteninformationen. Es gibt auch gute Beispiele auf Facebook. Facebook ist ja nicht per se nichtige Information. Die Technologie ist ja großartig, es geht nur um die Frage, wie wir sie nutzen. Das genau, und wie du vorhin gesagt hast, wenn einer blödes Zeug twittert, macht das jeder. Aber das ist nicht so profan, wie du, mein Opa hat immer gesagt, halte Maß in allen Dingen, wie es im Leben weiterbringen. Das ist vielleicht ganz so platt, wie es ist. Man soll es nutzen, aber nicht übertreiben mit vielen Dingen im Leben. Und so ist es auch mit Facebook. Ich glaube, dass viele Menschen da Zugang finden. Und ich glaube auch, ich muss sagen, wenn Angela Merkel schreibt, hallo, ich wünsche euch frohe Ostern, unterschreiben der dritten Person, wir sind auch dabei. Dann schreibt man zurück, dann ist danke, es eben Hase. Auch, hallo, ich lebe. Ja. Und es ist, ich sehe das ja auch, man kann mit Leuten in Kontakt treten und kann manchmal was rauslassen, wenn man das bewusst tut und aufpasst und nicht übertreibt, dann glaube ich, ist das auch was Gutes. Aber es ist doch mit allem so. Es hat Segen und Fluch. Und absolut. Und wir bestimmen den Fluch und den Segen. Aber wenn du dir anschaust, was derzeit passiert, wie die Leute an den Geräten kleben. Ja. Mir erzählt letzte Woche eine wirklich intelligente Frau, sie ist nachts aufgestanden mit Wecker wochenlang, um ihre Ernte auf Farmville einzuholen. Ja, okay. Ihre was? Farmville ist ein Spiel auf Facebook, wo man selber zum Landwirt wird. Ja, ich kenne das, genau. Und die musste nachts, hat die sich einen Wecker gestellt und ihr lacht jetzt und jeder denkt sich, ist sie irgendwie, hat die versucht irgendwie bei der Bundeswehr nicht angenommen zu werden. Nee, die war blitzegescheit. Ja, und dann hat sie gesagt, und dann habe ich aber selber gemerkt, jetzt hat mich das Facebook im Griff und ich habe es nicht mehr im Griff. Gibt es Menschen, aber, die Farmville ist, glaube ich, was anderes. Ich kenne auch sehr gescheit. Ich habe eine sehr gescheite Freundin in Holland, die blitzgescheit ist, vermutlich die gescheiteste, die ich hier getroffen habe. Und die ist auch, die ständig ist sie dabei, die erhöht ihren Bauernhof und ist Vegetarierin, hat mittlerweile schon Hühner in Legebatterien. Und ich habe gesagt, ursprünglich war die Idee, weil sie vom Land geträumt hat. Irgendwann ist aus dem Ruder gelaufen. Ja. Sie sagt, hat eine Freundin von mir auf meine Farm aufgepasst, als sie im Urlaub war. Hat dann eben Hühner in die Käfige gestellt, sagt sie, okay, dann nehmen wir welche dazu, dafür kann ich wieder Palmen kaufen. Und irgendwann hat die Marktwirtschaft gelehrt. Das ist auch so. Ich glaube, das ist schon Natur, um zu verstehen, das ist nur für uns alte Menschen jetzt hier, für uns beide. Wir reden hier. Sie können mein Enkel sein. Das stimmt. Sehr gerne, Herr Enkel. Wir reden hier über etwas, was es in Wahrheit nicht gibt. Ja? Wir reden hier über ein Computerspiel. Ja. In dem Hühner in Legebatterien und so weiter. Aber die machen es sich auch gesellig dann. Aber ich glaube, das ist die Sehnsucht von Menschen, die. Manchmal habe ich das Gefühl, das sind so wie Hugenotten, denen sie den Bauernhof genommen haben. Die Menschen sehen sich auch nach Land und Gemütlichkeit. Und wenn du das in deinem Leben nicht hast, ein paar Hühner, mein Gott. Aber das kriegen die nicht hin, also wenn die irgendwo Kleingeld auf der Platte. Also das Kleingeld hätte wirklich nicht jeder. Für ein Huhn? Ein paar Hühner. Ach, jetzt hör mal und dann aus. In der Stadt und dann macht das Schmutz und überhaupt. Schmutz, genau. Ja, Schmutz. Und kriegt das schon her? Wo kaufe ich denn einen Huhn? Ja, da geht das schon mal los. So geht's schon los. Aber wo wir die App herkriegen für einen Huhn, das wissen wir natürlich alle. Aber wo wir einen Huhn kriegen, das ist natürlich eine ganz schwierige. Vielleicht mal googeln. Ja, genau. Aber ich denke auch, wenn die Leute, die ihre Energie reinstecken in sowas wie Farmville, in so eine unechte Welt, wenn die Energie mal woanders reinlegen würden, so in Realität zum Beispiel, könnten helfen, die Welt ein Stückchen besser machen, ein echtes Huhn kaufen, schön aufs Dach setzen, alle Nachbarn einladen und dann gibt's einmal im Monat ein Ei für jeden. Ja, apropos, Die Geschichte mit Menschen, die auch ihr Handy sozusagen dann benutzen, wenn sie sich in irgendeiner Form näher kommen, das gibt es auch? Wie genau meinen Sie jetzt näher kommen? Also, flirten zum Beispiel oder... Mhm. Sich Nachrichten senden, sowas oder... Ich meine jetzt irgendwie, ich reime jetzt wie Guido, nach Paarung steht mir nun der Sinn, damit ich nicht mehr Single bin. Sowas in der Art. Beim Sex. Ja. Also dazu sollte man einen Aufruf starten, aber bitte nicht die Antworten an mich schicken, sondern ich denke, Markus Lanz hat ein journalistisches Interesse daran zu erfahren. Nein, aber ich habe das gelesen in Ihrem... Ja, das stimmt. Es gibt einen von 10, der, laut einer Studie, da steht drin,
der benutzt sein Handy während des Liebesspiels. Hm. Ja, aber jetzt nicht Liebesspiel, aber was macht mit seinem Handy. Dabei? Ich weiß es nicht, ich würde es auch gern wissen. Geht wahrscheinlich bitte, falls das jemand tut, würde ich sagen, einfach an Markus Lanz schreiben, genau und detailliert. Was habe ich damit zu tun? Und Sie leiten mir das dann weiter was per E-Mail. Was habe ich damit zu tun? Das ist eine Unverschämtheit. Ich wüsste es auch gerne, journalistisches Interesse, aber das zeigt doch aber, einfach... Wie ja, aber da kann sich doch trennen, da würde ich sagen, du bist ein Weirdo, adieu. Ja, ich meine, wenn ich jemanden klar. hätte, das macht, würde ich denken, alles klar, viel Vergnügen. Aber entschuldige, es kann doch sein, dass gerade Borussia Dortmund spielt, zum Beispiel. Könnte doch jetzt sein. Da muss man doch wissen, ja, genau. wie viel es da steht, im Zweifel. Also oder das nicht. Machen Sie dann hin und wieder, oder? Nein, bitte. Okay, ich bin raus. Ich bin nicht... Sie sind ein Betroffener. Nein, ich bin kein Opfer, kein Betroffener. Was ist denn der Weg raus? Also was ist denn der Weg zurück aus diesem ganzen Wahnsinn? Auch zu machen. Also wenn der eine mit dem, dann das auch. Also wenn ich kenne Menschen, die stehen nachts auf. Die stehen nachts auf und checken ihre E-Mails, um zu sehen, ob da irgendwas angekommen ist. Und denke ich, mein Gott, die schlafen doch alle. Und du kennst auch in Australien gar keinen. Wo wir uns gegenseitig SMS geschickt haben, und da saß mir gegenüber. Wir beide? Erotisch. Nein, also ich glaube, das Wichtigste ist, mal selber zu hinterfragen, habe ich mein Handy im Griff, habe ich Facebook im Griff oder umgekehrt. Und das ist so banal es klingt, ein Upgrade auf den gesunden Menschenverstand. Selbstdisziplin ist die einzige Art und Weise, in der Welt voller Idioten zu überleben. Und ich glaube, da müssen wir uns alle an der Kandare nehmen. Und wenn jemand mit dir beim Abendessen sitzt und er fängt an zu telefonieren, also ich stehe dann auf, ich sage, entscheide dich, willst du mit mir zu Abend essen oder mit deinem Handy? Und wenn er sagt, mit deinem Handy ist ja sein gutes Recht, aber dann gehe ich. Und ich glaube, da ist jeder von uns aufgerufen, dass wir ein bisschen... Ja. Wie Tischmanieren? Also, Handymanieren sind die neuen Tischmanieren. Aber du siehst, wie mühsam das ist, wie viele Diäten gibt es und wie viele scheitern. Aber ich denke, jeder muss bei sich anfangen. Natürlich muss jeder bei sich anfangen. Wenn die Leute telefonieren, ja, und du kriegst den Ohrenmüll ab. Was ich jetzt einfach gemacht habe als subversive Maßnahme, ich lese meistens was, ich lese dann einfach laut vor, was ich lese. Das ist eine schöne Geschichte. Nein, das machen Sie nicht. Das mache ich natürlich eiskalt. Und in meinem Buch gebe ich eben solche Tipps, so eine Revolution von unten, das wäre so in meinem Sinne. Da telefoniert neben Ihnen einer und Sie fangen an, laut die Zeitung. Neulich habe ich aus der Mittagsfrau vorgelesen. Hervorragendes Buch, also wer das noch nicht gelesen hat, die Mittagsfrau. Der muss nur mit der Bahn fahren. Muss mit der Bahn fahren, vor mir telefonieren, ich lese vor. Ja, super. Hat der aufgehört? Und also es gibt verschiedene Reaktionen. Es werden auch Leute aggressiv. Ich lebe in Österreich, da passiert es schon mal, dass jemand sagt, depperte Hur oder sowas. Sehr ungut. Wir wieder bei Themen, beim Thema. Genau, aber die meisten Leute sind peinlich berührt, weil die dann merken, okay, die machen dann so, als würde man sie dann weniger hören oder sehen und hören dann auf zu telefonieren irgendwann. Und es entsteht manchmal ein Gespräch, aber in den meisten Fällen sind die Leute beleidigt und wissen auch, es ist ihr eigenes Fehlverhalten. Aber man muss anfangen, sowas zu machen. Es ist sehr selten, dass sie beleidigt sind. Ich habe es erlebt schon vor Jahren, ich habe es gerne gemacht in Restaurants, wenn Leute sehr laut geredet haben, dass ich das genau wiederholt habe, was sie gesagt haben. Das ist völlig wirkungslos gewesen. Das ist wirkungslos. Da hätte ich noch eine Idee. Aufnehmen. Das finde ich auch super. Wenn jemand neben dir telefoniert, der tut das ja öffentlich. Ja. Also kann man ihn ja durchaus aufnehmen. Das wäre schon die Hardcore-Variante, so ein bisschen agentenmäßig. Eigenes Handy rausziehen, schön das große Mikrofon zeigen, so hinhalten und interessiert immer auch nicken oder so. Und dann danach noch sagen, kleine Visitenkarte und sagen, danke für Ihren Ohrenmüll. Ja. Sehen Sie, können Sie morgen hören auf ohrenmüll.de. Okay, verstehe ich. Solche Tipps gebe ich. Ja, ist ein interessantes Thema. Ich glaube trotzdem, dass es so einfach nicht ist. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die ja auch die Erwartungshaltung, die schicken dir eine E-Mail und du antwortest nicht sofort und dann kommt direkt nach 5 Minuten, habe dir vor 5 Minuten geschrieben. Warum antwortest du nicht? Ich habe gestern einen Workshop gehalten, genau zu dem Thema. Riesenenergiekonzern, wo die Leute einfach unter dem Druck der ständigen Erreichbarkeit ausbrennen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Glaube ich, stresst und Menschen auch. Selbst auch versklaven. Wer sagt denn, nur weil du ein Firmenhandy hast, musst du rund um die Uhr erreichbar sein? Wir sind doch keine Notärzte und wir werden auch nicht dafür bezahlt. Nur Sklaven sind ständig erreichbar. Wobei Notärzte sehr schlecht bezahlt werden. So ist es, leider. Noch ein Dilemma. Wobei Notärzte sind Gott sei Dank auch erreichbar. Ja. Matthias, du bist noch alte Schule, ne? Arbeitest du noch mit deinen Hängeregistern? Mit wem? Hängeregister? Wie Hängeregister? Du hattest doch mal diese Hängeregister. Hängeregister. Hänge, ja, sprech. Nuschelig oder was?
Ja. Hängeregister. Ja, auch, ja, ja. Immer weniger, es wird weniger, weil man das ja dann auch, aber das mache ich schon auch noch. Ja. Warum? Weil ich die Stichworte, die ich brauche, muss ich nicht immer abordnen unter dem Thema Merkel zum Beispiel. Da können mir auch jetzt Nacktfotos einfallen. Da mache ich ein Stichwort dazu und dann macht der Mitarbeiter das in der entsprechenden Hängeorder unter Nacktfotos. Unter Nacktfotos? Naja, was gerade im Netz rumläuft von ihr. Also oder es fällt mir ein anderes Stichwort, eines egal, irgendeins, was halt nicht unbedingt das Hauptthema ist. Und deswegen brauche ich die Hängeregister. Herr Scholler, fragst du? Ja, also ich schütze mich vor unnötigen Handyanrufen dadurch. Wir waren schon weiter. Ich höre schlecht und gebe die Nummer meiner Frau. Das ist natürlich... Perfekt. Ja. Wieso denn Hängeregister? Diese Hängeregister, weil du gerade Angela Merkel ansprichst. Zum Beispiel. Beispiel. Ja. Was holst du dir dann da raus sozusagen aus diesen Hängeregistern? Was steht da drin? Nein, da steht nichts drin. Das ist das Thema, was ausgeschnitten wird aus der Zeitung oder aus dem, was weiß ich. Also aktuell und, jetzt zum Beispiel, auch diese Urlaubsfotos. Und dann gibt es ein bestimmtes Stichwort, was halt kompatibel ist mit diesem Thema. Ja. Also das fällt aber mir in dem Augenblick ein, damit ich es dann halt in einem halben Jahr nicht vergessen habe, kommt es dann dazu. Wer ist dein Lieblingsopfer im Moment, parodistisch? Das ändert sich pausenlos. Gerne sind es Figuren, die so zwischen den Zeilen liegen. Also die Herr Gauck zum Beispiel oder auch Herr Brüderne natürlich. Etwas Brabbeln und wo du nicht genau verstehst, dann bist du verdammt. Bist du das als Rainer Brüderle? Ich glaube, genau. Ich muss gleich einstecken. Ja. Also, wir sagen, ich habe in dieser neuen Sendung, das lässt sich in dem Programm, was ich spiele, nicht so umsetzen, weil ich das ja alles ohne Masken machen muss auf der Bühne. Im Fernsehen ist es eben anders realisierbar. Ist diese doppelte Ebene, dass ich mit den Gästen über ihre eigenen Interviews spreche, die ich selber mit mir über sie gehalten habe. Das leuchtet ein und folgt einer gewissen Logik. Worüber spricht also Steinbrück mit Steinbrück? In diesem Fall gar nicht. Also die Sendung ist morgen in SWR 3, um abends um halb, natürlich wie es sich gehört, nachts um halb zwölf. Wir wollten erst einen Sendeplatz um 4 Uhr nachts haben, das ist mir nicht durchgegangen. Also... Was sind die Fettnäpfchen und die versalzenen Suppen von Herrn Steinbrück? Und Herr Rach berät ihn, warum das nicht vorwärts geht und wieso geht das denn nicht? Und du bist doch eigentlich, du hast ja falsche Gütesiegel, warum hat denn die SPD bei dir niemals eine Qualitätskontrolle gemacht und so weiter? Und er redet auf den Steinbrück ein und Steinbrück, der ja nur wirklich nicht auf den Mund gefallen ist, kommt im ganzen Gespräch nicht ein einziges Mal zu Wort. Du sagst mal gar nichts. Und Steinbrück so, das ist der Witz der Sendung. Der ist ja Nummer so. Und der Brüderle mit Brüderle, was reden mit die? Mit Brüderle, den habe ich morgen als Studiogast, den habe ich also eingeladen, ist auch gekommen. Und mit dem rede ich über das NPD-Verbot und über alle möglichen Dinge, die gerade aktuell sind, was die FDP betrifft. Ja. Aber ist der jetzt ernsthaft gekommen oder nein? Ja, ich verstehe. Wie muss man Matthias... Sag mal, weil du so ein wunderbarer Parodist bist. Ja? Also was muss im Gesicht eines Menschen passieren, damit er Angela Merkel wird zum Beispiel? Also die Gefahr ist immer, dass sich etwas festsetzt im... Da siehst du es schon, das ist gar kein schlechtes Foto, dass sich in der Erinnerung etwas festsetzt bei den Zuschauern, was diese Leute haben. Das kann Jahre her sein. Bei Frau Merkel meint man immer, sie guckt, das macht sie aber nicht mehr. Seit sie Kanzlerin hat sie eine flottere Frisur und sie hat auch die Haare und die Mundwinkel den Haaren angepasst. Die Haare. Das bedeutet, sie kriegt es. Sie kriegt es. Das bedeutet, sie hat diese pantomimisch und mimisch unglaubliche Genialität. Mach mal ein Gesicht so und lächle da dabei. Das kriegt die hin. Ja, die kriegt es immer und schiebt dann die Unterlippe ein bisschen nach vorne. Das heißt, sie hat das nicht mehr. Also dem muss man Rechnung tragen, wenn man eine Parodie, für mich ist es eigentlich eine Karikatur, was ich mache und keine Parodie. Dem muss man. Also insofern ist das Charakteristische, diese Brechung des eigentlich immer... Unten gezogenen. Ja. Die Brechung des Unterkiefers ist es in Wahrheit. Was passiert, wenn man Rainer Brüderle wird? Reicht. Reicht. Weißt du, ich habe ganz früh...
Also, und immer also den Satz, also ich habe ganz früh festgestellt, dass wie ich noch die Stimmen geübt habe über mache ich heute auch noch über Tonband, so, wenn du die Mundstellung hast, hast du die Mimik und mit der Mimik hast du die Gestik. Das ist ganz unglaublich. Die ganze Körperhaltung ist also ein Herr Brüderle, der also immer so läuft und dann ach, wo ist denn mein Weinglas? Wunderbar. Ja? Also, und das ist aus dieser Mundhaltung, dieses immer gut, was sehr viel da auf Seite 1 der Tagespresse habe ich eine Frauenquote erreicht von 80%. Ich werde das Zölibat nicht aufheben in der FDP, weil ich habe festgestellt, also. Also, sehen wir uns morgen Abend an. Ja. Johanna, wann sehen wir dich bei Neo? Am nächsten Donnerstag geht's los. Erste Staffel der dritten Folge. Andersrum. Erste Folge der dritten Staffel. Genau. Um 23 Uhr in ZDF Neo. Und aber auch schon ab 12 im Netz, nicht wahr? Für alle Freunde der Maus. Da bist du auch dabei. Des Monitors. Ich bin auch dabei, allerdings nicht in der Politik unterwegs, sondern es geht um Geschlechtskrankheiten. Die gehen nämlich wieder um, man weiß nichts davon. Und ich habe guck hier nicht so in die Runde, wir sind alle also absolut... Ist völlig unglücklich, weil alle aseptisch am Netz hängen, aber gut. Ja, genau. Wie konnte das passieren? Bedanke mich sehr herzlich für eine sehr launige Runde. Zunächst mal bei Peter Scholler-Thur, der eine weite Reise gemacht hat, um heute bei uns zu sein. Herzlichen Dank, Herr Scholler-Thur. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Guido Maria Kretschmer. Guido, herzlichen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Johanna Maria Knote. Ich bedanke mich genauso bei Anitra Egler. Facebook macht blöd, blind und erfolglos. Was für ein Buch. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Matthias Riechling. Matthias, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute für morgen Abend. Drücken die Daumen. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Danke.